Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zur neuen Eventwoche in GTA Online. Denn es ist wieder mal Donnerstagmorgen und das bedeutet, es gibt wieder jede Menge neue Aktionen in GTA Online. Und im heutigen Video schauen wir uns die mal alle zusammen an und deswegen würde ich jetzt auch sagen, Video geht los, viel Spaß dabei. Ach und by the way, wenn ihr Bock habt, in Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu GTA Online zu sein, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal, um nichts mehr zum neuen DLC, den Eventwochen und News im Generellen zu verpassen. Außerdem würde es mir wirklich mega weiterhelfen, wenn du dieses Video vielleicht mit deinen Freunden und Kollegen teilst. Jetzt würde ich aber auch sagen, lass mal wie versprochen mit der neuen Eventwoche anfangen. Und zu Beginn kommen wir deswegen auch mal direkt zum ersten neuen Gratisfahrzeug, das ist nämlich das Casino Glücksradauto. Denn aktuell kann man auch bis nächsten Mittwoch im Casino den Entity FX drehen. Das ist ein Supersportwagen von 2013. Junge, Rockstar Games, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Wann gibt es endlich mal wieder ein gutes Fahrzeug auf dem Podium? Oder wann gibt es mal Fahrzeuge aus neueren DLCs? Zum Beispiel was aus dem Contract Update. Das ist jetzt ja auch schon fast 6 Monate alt. Aber egal, wem erzähle ich das hier? Rockstar Games ist das sowieso egal. Jetzt kommen wir nochmal kurz zurück zum Entity FX. Bei diesem Wagen spart ihr euch knapp $800.000, wenn ihr ihn denn dreht. Und es handelt sich hier um einen ziemlich schnellen Supersportwagen. Leider neigt er zum Übersteuern. Jedoch hat er dafür eine überdurchschnittlich gute Bodenhaftung, welches für die Supersportklasse schon wirklich ziemlich gut ist. Alles in allem ist das ein Wagen, den man sich auf jeden Fall mal holen kann, weil er halt kostenlos ist, 3 Runden dann damit fährt und ihn dann wahrscheinlich nicht mehr anrührt. Leider kommt dazu dann auch noch, dass man hier nicht wirklich viel dran tunen kann. Das Einzige, was man wirklich tunen kann, ist der Spoiler und das war's dann auch schon. Aber Freunde, es ist ein kostenloses Fahrzeug, von daher besser als nichts. Und wenn euch übrigens interessiert, wie man super easy dieses Glücksradfahrzeug drehen kann, dann klickt gerne mal hier oben rechts, da habe ich euch nämlich einen Trick verlinkt. Dann komme ich jetzt aber auch mal zum zweiten kostenlosen Fahrzeug. Das wartet nämlich im LSK-Meet auf uns und das ist der Debosch Spectre. Und hier kann ich schon mal sagen, der ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Wenn ihr nämlich 3 Tage in Folge unter die Top 5 der Verfolgungsrennserie kommt, dann gibt es diesen Spectre für euch kostenlos. Dann habt ihr übrigens auch noch die Möglichkeit, ihn für $252.000 bei Benny Original Motor Rocks aufzurüsten und dann kann man diesen Wagen wirklich krass tunen, wie man das von Bennys gewöhnt ist. Performance-technisch gibt es hier über den Spectre auch wirklich nur Gutes drüber zu sagen. Er hat eine sehr gute Beschleunigung, gute Höchstgeschwindigkeit und Ausbrechen in Kurven tut der Wagen auch nicht so oft wie andere. Den Spectre kann ich euch auf jeden Fall also wirklich ans Herz legen, weil er auch vor allem optisch sehr viel hermacht. Dann komme ich jetzt mal zu den Möglichkeiten, wie man diese Woche wieder mit der Eventwoche viel Geld verdienen kann, denn es gibt diese Woche 4-fache GTA-Dollar und RP auf den Gegnermodus Double Down. Das ist der mit dem Contract-DLC im Dezember ins Spiel gekommen ist, wo wir als Franklin und als Lamar spielen können. Man muss sagen, an sich sind die Missionen schon ganz in Ordnung, jetzt aber mit 4-facher Bezahlung und LP machen sie natürlich wirklich richtig Laune und lohnen sich dann finanziell auch richtig krass. Dann gibt es aber auch noch 3 andere Möglichkeiten, falls das jetzt für euch nichts war, denn es gibt auch noch doppelte GTA-Dollar und LP auf die Verfolgungsrennserie aus dem LSK-Meet, wo man also in GTA Online von der Polizei verfolgt wird. Dann gibt es auch noch doppelte GTA-Dollar und LP auf alle Casino-Missionen. Wenn euch das auch mal wieder interessiert, kleiner Throwback zu 2018, einmal die ganzen Casino-Missionen spielen, werden jetzt halt doppelt belohnt, sind auch ganz in Ordnung. Allerdings muss man sagen, doppelte Bezahlung ist natürlich nicht so gut wie 4-fache Bezahlung. Ja, Slack hier wieder mit den richtig krassen Fakten unterwegs, ich weiß. Und als letztes gibt es dann nochmal doppelte GTA-Dollar und RP auf den Gegnermodus Vehicle Vendetta. Das waren jetzt alle 4 Möglichkeiten von Rockstar Games und wenn das vielleicht nichts für euch war, habe ich jetzt ein passendes Angebot, denn es gibt gerade bei Loot4Games bis zu 40% Rabatt auf alle Money Boosts in GTA Online und ihr wisst ja, bald soll das Sommer-DLC rauskommen. Da braucht man vielleicht noch die ein oder andere Million oder vielleicht auch die ein oder andere Milliarde. Wenn euch das Ganze also interessiert, schaut gerne mal vorbei. Das ist Deutschlands größter Partner. Da macht man wirklich nichts falsch. Und zu guter Letzt kommen wir dann jetzt natürlich nochmal zu den ganzen Fahrzeugrabatten, die es gerade in GTA Online gibt. Und da muss man sagen, es gibt eine ganze Menge, die auch ziemlich krass in die Richtung Rennen gehen. Denn es gibt 50% Rabatt auf folgende Fahrzeuge. Einmal auf den Spectre, dann auf den Spectre Custom, dann auf den Exemplar, auf den JB700, das ist der James Bond Wagen, auf den Massacro in der Rennversion und auf den Rapid GT Coupé.
Ich weiß, ansonsten sage ich immer in jeder Eventwoche die genauen Preise dazu. Leider hat heute Morgen aber Tesfan noch keinen Tweet rausgehauen und deswegen habe ich jetzt leider nicht die Preise zur Hand. Schaut aber einfach in GTA Online nach. 50% kann man sich ja relativ einfach ausrechnen. Und zu guter Letzt gibt es da nochmal 30% Rabatt auf alle High-End-Apartments, falls man jetzt auf einmal eine Immobilie möchte. Aber es gibt auch noch ein paar Fahrzeugrabatte, denn es gibt 30% Rabatt auf den Autarch, dann noch 30% Rabatt auf den Entity XF, auf den Tyrant, auf den Champion, auf den Immortal, auf den Rapid GT Classic und auf den Wagner. Ja, Freunde, und alles in allem war es das jetzt tatsächlich mit der neuen Eventwoche. Und man muss natürlich wieder sagen, typisch für Rockstar Games, die hat einen wieder nicht überzeugt. Ganz ehrlich, das Casino-Fahrzeug ist wirklich von 2013, das ist ein schlechter Witz. Okay, das LSK-Mietfahrzeug, das ist ganz cool, das habe ich euch auch gesagt, das kann man wirklich ans Herz legen. Dann die ganzen Fahrzeugrabatte sind natürlich toll, wenn man vielleicht ein Sportwagen-Enthusiast ist und die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sind diese Woche auch wieder eher durchwachsen. Also alles in allem ist es nicht so die krasseste Eventwoche, aber das sind wir irgendwie auch schon von Rockstar Games gewohnt. Ich meine, gibt es noch irgendeinen von euch, der noch was Krasses von Rockstar Games irgendwie erwartet? Mir geht's auf jeden Fall nicht so, ich habe mich damit abgefunden, dass die Eventwochen einfach Müll sind. Freunde, schreib mir deine Meinung jetzt natürlich gerne nochmal zum Ende unten in die Kommentare rein. Vielleicht siehst du das Ganze ja anders, kann ja sein. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt darauf. Und jetzt zum Ende würde ich sagen, wenn dir das Video weitergeholfen hat, teils gerne mit deinen Freunden und Kollegen. Und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.